Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, was ist in letzter Folge passiert? Wir hatten uns fast mit dem, mit unserem Kollegen Schnürschuh hier gebieft, unserem schönen, werten Priester. Wir haben uns allerdings geweigert, mit ihm zu trinken. Und daher auch mit ihm. Ach, das ist kein Wasser. Das ist auch kein Wasser, aber er will mich verarschen. Hallo? Suchst du nach mir? Ich würde gleich erstmal in der Kaserne weiter rumfragen. Ich denke, es muss noch einen alternativen Weg geben. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, das kannst du echt. Wir müssen uns vorher waschen, mein Freund, sonst können wir schlechte Preise. Was ist das denn? Schade. Vater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Gott behüte dich. So, und jetzt sagen wir das mal zu verknüpfen. Das reicht auch langsam. Guten Tag. Wie kann ich helfen? So. Warenkorb, feilschen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Oh oh, warum nicht? Ist eine negative Antwort. Endlich eine vernünftige Summe. Der wollte mehr bezahlen. Hätte ich den auch noch mehr Angst fangen können. Was habe ich da getrunken? Ach nee, ich habe irgendeine Kacke getrunken. Scheiße. Genau darauf achten. Guten Morgen. Alter, ist sie dreckig. Okay. Beenden wir mal lieber das Gespräch, sonst. Alter. Okay. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Weiß nicht, wie ich helfen. Okay. Das ist alles. Gott behüte dich.
Noch was Glück und Gesundheit. Essen beim Wirt. Lass uns handeln. Brot bringt 17. Ente bringt 26. 14, 16, 17. 10er Käse. Also 4 für... Direkt auf Ja gedrückt. Gott sei mit dir, werter Ritter. Kann ich behilflich sein? Die habe ich doch schon mal gefragt. Möge Gott über dich wachen. Der Vogt. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen. Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Gut, Wien verrät mir nicht, wer Heinz Spießgesellen waren. Ich komme nicht weiter. Wie ich bereits sagte, hier kam ihn niemand besuchen. Wenn er jemanden traf, dann irgendwo anders. Aber wo? Ich kann nicht das ganze Land absuchen. Ich könnte in Kuttenberg enden. Möglich. Dort könnten sie Aufzeichnungen über diese Ratte haben. Aber vielleicht musst du gar nicht so weit gehen. Ich erinnere mich jetzt. Einmal prahlte er damit, einen Eintrag in Rattei zu haben. Eventuell steht dort, wer damals mit dabei war. Danke für die Hilfe. Oh. Mach's gut. Wir brauchen diesen dreckszugehumsten Priester nicht. Gab's nicht hier noch so eine... Erstmal machen wir jetzt die Mission mit dem Schreiber. Ich will mit dem Buschitzer Schreiber mal reden, ernstes Wort austauschen. Was nochmal Schreiben eigentlich ist. Und so. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich kann nicht lesen. Ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet dich einige Groschen. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Nein, er brach zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann lies mal ein Stück. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch, etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest Senir Gans. Nut fand ein Drott in Ei, das gelb schmierte. Als er es nahm, war es schwer
wie Beli, und er wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Innenstreich Strich gespielt. Nach weiterem Nachdenken nahm Res es jedoch mit ins Haus, Nut fand kurz darauf heraus, dass es das Ei aus purem Gold war. Jeden Morgen fand der Bauer ein weiteres goldenes Ei im Nest, und schon bald war er reich. Doch je mehr Geld er besaß, desto geringer wurde er. Gieriger wurde er, Entschuldigung. So. So beschied er, entschied er sich eines Tages, sich Lales Geld, Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu nehmen. Er tötete das Tier, doch fand nichts. Wo ist denn der Uschitzer Schreiber? Wo ist er? Ist er weggerannt? Der ist weg? Ist egal. Jetzt können wir auf jeden Fall den Scheiß hier lesen. Ich kann es noch mal lesen. Oh mein Gott, dann kriege ich 10% Fortschritt. Willst du mich verarschen? Trinkfestigkeit. Biertrinker? Bier ist 50% schwächer, dass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark und macht dich entsprechend schneller betrunken. Kann ich. Trinkgewohnheit. Unter einem, dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit ist um 2% Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch 25%. Nein. Nein, das machen wir nicht. Wir holen uns keine dieser Eigenschaften. Tut mir leid, aber es ist. Fliegengewicht. Wenn du Fischleiste, ja, brauchen wir nicht. Erstmal was. Du sparst. Du sportest 20% schnell. Gesunde Ernährung. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen. Ja, so. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenem und vergiften, ohne Schaden zu nehmen, ey. Positiven Auswirkungen. Ja. Auch nicht so das Wahre. Scheißegal, wenn jetzt. Okay. Schnellreise nach Rattay, weil laufen werde ich den Weg. Garantiert nicht. Das ist. Gott, wie wir schon rumgereist sind, um diese Leute zu finden, ne? Unglaublich. Aber wären wir da jetzt rüber geritten, das hätte definitiv zu lange gedauert. Oh lol, wir wären an Bernhard vorbeigeritten. So, jetzt ab zum Retire-Register. Und dann let's do this. Was? Ich dachte schon, da wird jetzt, keine Ahnung, werde ich jetzt überfallen oder sowas. Da können sich die Ritter der Stadtwache drum kümmern, sage ich ehrlich. Ah, da ist es.
X war's. So. Ja. Ja. So. Welche ist jetzt welche? Rataya Schreiber. Ich sprich mit dem Rataya. Hä? Wieso? Der Vogt. Aber wo ist der Schreiber? Guten Tag, wie kann ich helfen? Hä? Alles Gute. Wenn ich mir schugge, geht's irgendwo. Ja, hier geht's noch eine Treppe rauf. Wo ist der Dude? Bin ich behindert? Scheiße. Ja, willst du mich verknacksen? Ach, hier sind die Zellen. Wow. Was ist der Dude? Du fauler, müder Schreiber. Schläfst am Tag. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen, Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Tut mir leid, aber... ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschütze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das nichts. Konjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Doch sie kostet ein Vermögen. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Na gut, ich besorge dir welche. Mach's gut. Ich wusste, dass wenn man den Pfarrer nicht irgendwie erpresst oder so, dass es mehr kosten wird. Ich wusste es. Hör jetzt auf, die scheiß Treppe runterzufallen. Meine Fresse. Du bist doch keine 5 mehr. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Friedrich, der Schreiber, braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Er hat erst kürzlich welche geholt. Er muss sparsamer sein. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht zu viel nehmen, sonst bekommt er noch... Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Hat er dir gesagt, dass sie teuer ist? Du kannst dich gerne umsehen. Wegen der Schulden. Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Friedrich, der Schreiber, braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Ja, wo ist denn die Salbe für seine scheiß Gelenke? Questgegenstand. Ist das der Salbe?
Welches ist es denn jetzt? So eine Scheiße. Lindert Gliederschmerzen und erhält für 10 Minuten die Agilität und Verteidigung. Okay, wir nehmen einen davon mit. Dafür den hier und den hier. Der nimmt ja einiges. Das ist gut. Aber ich habe nicht mehr zu verkaufen. Egal. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Ja, der Mann ist glücklich. Endlich eine vernünftige Summe. Hä? Ist das, weil ich so einen guten Ruf habe? Dass die sagen so, Bro, ich gebe dir mies viel Asche? Oder ich nehme nur sehr wenig von dir? So, Schreiber, jetzt klären wir mal die Frage, warum stehst du in der Cutscene, mein Freund? Da hast du deine Salbe. Und du hattest recht, sie ist nicht billig. Ja. Ich weiß, Junge. Ich verwende sie seit Jahren. Dürfte ich einen Blick in die schwarzen Chroniken werfen? Nun, eine Hand wäscht die andere. Komm, und ich zeige dir unsere schwarzen Chroniken. Das ist wahrlich eine Wundersalbe. Du hast sie noch nicht einmal aufgetragen und schon wirkt sie. Der Glaube ist der beste Heiler. Allein beim Gedanken an die Linderung geht es mir besser. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Komm mit. Dann viel Glück. Auch irgendeine Scheiße in die Salbe füllen können. Sage ich euch ehrlich. Oh. Dann viel Glück. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Wir müssen es nur durchgeblättert haben. Jeder, der es lesen will, kann ja auf Pause drücken. Ach, ich habe noch eins. Eins habe ich noch. Ja, Spaß, das ist Herkules. Wo sind denn die Chroniken? Wo ist er denn? Kubnik, genannte Bock, Freier von Nein. Haben wir den jetzt schon? Questlog? Bringe dem Schreiber dazu, dir zu helfen, setze deine Jagd. Die Spießgesänge werden wirklich in den schwarzen Chroniken erwähnt und es scheint, dass einer von ihnen sogar in der Nähe lebt. Muss ich ihn nur noch aufspüren.
Wo war der denn erwähnt? König Wetzel. Ja, wir gucken mal eben rein. So. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber bis 30 können wir ja wenig machen. So. Oh shit. Heinz, wir müssen irgendwo einen Heinz finden. Heinz. Hinkner Heinz, da. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlaschkim, sagte am Kar-Samstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschütze, auch Hinkender Heinz genannt, Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand er auf dem Weg nach Thalberg den Vogt um 5 Pferde und Kostbarkeiten im Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben. Wobei auch ein Hinkneck genannt Stinker zugegen gewesen sein soll. Er gab außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Hinnek in den Wäldern um Ledetschko aufgehalten zu haben. Wird für den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Was? Okay, gut. Ich danke ihm. Ich hör auf, die Treppen runterzufallen, Bro. Du bist ein scheiß Ritter. Okay? Ach, Junge, wir lernen das noch. Wir lernen das noch. Entgegnertreppe. So. Wir haben einen Auftrag. Und zwar. Was ist das denn? Ja, finde heraus, warum dem Kloster Geld schulden. Machen wir. In der nächsten Folge. Schau dazu dir zu helfen? Nein. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.